ein ganz entscheidendes Spiel im Abstiegskampf für den HC Erlangen. 6 Niederlagen in Serie, diese wollten sie brechen gegen die MT Melsungen, die ja auswärts schon öfter mal was hat liegen lassen in dieser Saison. Die kam aber mit Julius Kühn richtig gut rein in dieses Spiel, die 3:2 Führung. Dann zog aber Erlangen richtig an die Angriffe. Viel konzentrierter, zielstrebiger, sauber abgeschlossen von Jepson, der von halb links aus die Fäden zog, als das in den letzten Wochen regelmäßig der Fall war. 9:5. Die Führung für Erlangen in der Anfangsviertelstunde ging für die abstiegsbedrohten Franken fast alles. Vor allem dank Antonio Metzner. Der kam sozusagen aus dem Nichts. Die Geheimwaffe von Johannes Selin. So ein bisschen spekuliert, dass Melsungen den nicht so ganz auf der Pfanne hat. Und er lieferte 5 Tore schon in der ersten Halbzeit. Jonathan Svensson, sein kongenialer Partner, auch der mit 5 Treffern schon zur Pause. In der zweiten Hälfte wurde es dann ein richtiges Drama. Erst hatte man das Gefühl, jetzt zieht Erlangen so richtig weg. Wieder durch Metzner. Der erwischte einen absoluten Sahnetag, Riesentorgefahr aus dem Rückraum. Immer wieder war auf Antonio Metzner ganz wenig Spielzeit ja in dieser Saison Verlass. Und sie spielten es dann sogar traumhaft. Der Kemper von außen für Jepson. Sie hatten, und das war Johannes Selin in seinem zweiten Spieljahr gelungen, die Spielfreude zurückzubringen. Aber nachdem Erlangen schon mit 8 Toren geführt hatte, kam auf einmal dann doch wieder Melsung. Es war am Ende ein Kampf. Bisse bringt Erlangen nochmal mit 2 in Front. Jepson muss absolut zaubern. Ein Riesentor, aber es wurde immer krampfiger, immer enger in der 42. Minute. Noch 8 vor für Erlangen. Das schmolz zusammen. Die MT kam immer näher. Tor um Tor. Sie bekamen einen Einlauf von Parondo, der ihnen an die Ehre appellierte und dass sie zeigen sollten, dass sie ein Team sind. Kühn hatte verstanden. Kühn lieferte eine richtig gute Leistung und 6 Tore. Am Ende sah es aber so aus, als würde Erlangen das irgendwie ins Ziel bringen. Immer wieder Tore, immer wieder aber auch schnelle Antworten der MT Melsungen. Immer wieder Kühn, er am Ende mit 6 Toren, nur ein Fehlwurf, richtig gut unterwegs. Und dann wurde es wild. Martinovic zum Ausgleich, 30 Sekunden vor dem Ende, aber Balenciaga klaut den Ball, macht das Tor, das heißt Erlangen ist gefordert. Wieder ganz schnell das Tor zum 31:31. Die letzte Minute war purer Wahnsinn. Christopanz, nur noch der direkte Freiwurf, konnte Melsungen den Sieg retten. Den gab es am Ende nicht mehr. Es blieb beim 31:31. Alle Spiele live und auf Abruf bei Dein.